Viel Vergnügen, Jack Lalans 3 live auf Twitch, neuer Stream. Erster Sonntag im August, den wir zusammen hier verbringen mit diesem schönen Spiel. Langer Stream, viele Folgen hierfür für YouTube aufzeichnen. Grüße an die Damen und Herren auch doch drüben. Den Kampf haben wir letztes Mal erfolgreich geschafft. Hier sind wir auf der Map. Ich habe mich eben mal ein bisschen umgeguckt. Eine Diamantlieferung ist hier im Norden unterwegs und verlässt die Karte und das schon sehr bald. Ich glaube, wir rennen der nicht hinterher, denn wir produzieren im Augenblick pro Tag $11.355. Bei einer Diamantenlieferung kann man $12.000 in der Regel einstreichen, dafür extra irgendwo hinziehen, wo man nicht hinziehen muss. Kann man machen, muss man nicht. Zweite Diamantlieferung ist hier unterwegs. Die sind ja immer relativ langsam. Hier ist ein Hafen, den würde ich eh gerne besetzen. Mein Vorschlag wäre, wir looten uns einmal hier quer durch das Gebiet, in dem wir sind. Und dann laufen wir entweder hier rein in die Legionsgarnison. Das dauert nur 5 Stunden. Die brauchen hier ewig. Und wenn wir hier hinziehen würden ins Flüchtlingslager, 3 Stunden. Hör mal, ich fühle mich so stark mit meinen Leuten. Mit euch an meiner Seite. Wir haben nur einen Verletzten, das ist Hitman. Der hat ein paar Löcher in seinem rosa Hemd. Die marschieren hier runter, befreien das, räumen die Leute hier auf und nehmen danach den Außenposten ein. Dann nehmen wir den Hafen ein. Dann fangen wir die Diamantenlieferung ab und zwischendurch schauen wir uns mal an, was wir mit Hitman machen. Und irgendwann... Der muss erstmal mitgeschleppt werden. Ich weiß, er blutet aus allen Löchern, das ist hässlich. Also er ist nicht hässlich. Das ist hässlich für ihn. Wir schleppen ihn einfach mit. Wir schleifen ihn mit von einem Abenteuer ins nächste. Ja? Solange alle Leute fit sind, die haben so gelbe Symbole ausgeruht. Hitman muss leiden. Hitman wird nicht verarztet. Okay? Wie viele Trefferpunkte hat Hitman noch? 21. Ah, schaut mal. Was wir machen könnten, das seht ihr oben an den verschiedenen farbigen Balken, die Verletzung nicht wegmachen, aber ihn einmal auf der Taktikkarte einmal verarzten mit, wer war unser Chef-Doc? Wer ist unsere beste Medizinerin? Fox. Wo ist Fox? Fox verarztet ihn mal. Don't tease me. Hier ist Hitman. Einmal rüber bitte. Einmal bitte heile, heile Gänschen machen. Now that was nice. Und ja, deutlich mehr Trefferpunkte dazu. Es hat er stolze 43. Die Verletzung ignorieren wir. Da muss er durch. Alles klar. Jetzt wollen wir noch ein bisschen looten. Yes? We move with certainty. Ja, da fehlen doch noch ein paar. Da ist Meltdown, da ist Grunty. Die kommen bitte noch dazu. Oh, Grunty kann hier zwischendurch noch Kräuter sammeln gehen. Das habe ich gelesen, Rumpelstilzchen. Gute Idee. What do we have here? Eine Flakweste, die nimmt Grunty auch gerne mit. Wir haben super viele gute Rüstungen mittlerweile. Ja. Hallo, Grunty. Ja, was? Kaliber 12 Treibspiegel. Was? Wie? Wo? Waiting for orders. Einmal hier oben hin. Wer von unseren Leuten im ersten Trupp hat noch ein leeres Inventar? Keiner mehr. Oh, schaut mal hier. Nationaler Nothelfer. Medizinwert erhöhen. Das könnten wir machen bei Fox, damit die noch besser wird. Sollen wir das machen? Sollen wir Fox verbessern beim Medizinwert? Ja? Wir schauen mal, wie lange deren Vertrag noch läuft. ...13 Tage. Ist noch eine Weile dabei. Bester Medizinwert. Danach kommt mein Mediziner noch Thor. Da bin ich ein bisschen zu geizig. Der hat auch ein weniger Medizin. Ist... der kann für wirklich sehr vieles. Ist so schweineteuer einfach. Ich bin gerade sehr geizig. Produziert Kräutermedizin von alleine. Kann gut schleichen. Minimale Genauigkeit. Oh. Beim Verbinden stellt er mehr Trefferpunkte her. Jetzt wird spannend. Ja, aber der ist so schweineteuer. Ich bin gerade so geizig. Sollen wir Fox wegschicken und Thor uns stattdessen holen? Hat
Fox nicht immer Probleme? Oder war das Meltdown? Einer hat doch immer Probleme mit Maus, oder? Wer zickt da nochmal wen an? Maus zickt Fox oder Meltdown an? Ich hab's dir gerade nicht mehr im Kopf. Mit wem kann sie nicht so gut? Mit Fox, glaube ich, ne? Ich glaube, Fox und Maus, die haben, glaube ich, so... Die verstehen sich nicht so gut, oder? Oder werfe ich da was, irgendwas durcheinander hier? Wisst ihr das noch? Also sollen wir sie verbessern oder jemand anderen? Oder wir entscheiden das später. Wir laufen nochmal hier rauf. No problem. Let's see what kind of snacks we got here. Die brauchen wir nie mehr. Die wird einmal sofort verschrottet hier. Bunz und Fox. Ja, da muss Bunz durch. Sure. Boss is around. Oh, hier kann man noch mehr plündern. I have spotted a thing that wants an investigate. Gute Muni, nehmen wir mit. Ja? Bis nachher bei den Trupps auch nochmal bei der Munition ein bisschen aufpassen. Follow Igor. Presently in attendance. Einmal Bauteile. Sehr schön. Innen drin kann man auch hacken. Hier kann man auch was machen. Presently in attendance. Fine. Okay. Einmal hier rüber, jetzt bitte. Geht doch. When is my 15-minute break? Sie kann ja keine Pause, immer weitermachen. Einmal hacken, bitte. Falle deaktivieren. Das ist, glaube ich, eine Technikfalle, ne? Das sieht nach Technikfalle aus. Sollen wir uns trauen? I'm pretty sure I disarmed. Hat geklappt, wunderbar. $750 für dieses Risiko hier. Fine. Und hier haben wir für alles gesorgt. Oh, wir haben Hitman vergessen. Ja, mal mitlaufen. Nur weil du verwundet bist, renn, Hitman, renn. Sonst lassen wir dich zurück. Glaubt ihr, ich würde das machen? Wer jemand einen einzelnen Menschen, der stark verwundet ist und von dem ich glaube, dass dessen Nützlichkeit reduziert ist, eventuell nicht medizinisch versorgen, zurücklassen, in der Wildnis lassen und sagen, du musst dich jetzt um uns selber kümmern, um dich selber kümmern. Traut ihr mir sowas zu, Leute? Ganz schnell, wer traut mir das zu und wer nicht? Yes. Möchtet ihr zum Community-Treffen kommen? Eventuell. Also so einen kleinen. Also ne, es ist nur eine Community-Führung auf der Gamescom am Samstag. Ich bin auch nicht dabei. Aber es kann sein, seid froh, dass ich nicht dabei bin. Wäre ich dabei und einer von euch würde sich verletzen, ich weiß nicht, ob ich euch mitnehmen würde. Eventuell würde ich euch auch blutend liegen lassen. Ich traue mir alles zu. Im Chat wird spekuliert. Gewürzgurkenwasser-Limo meint, Zitat, zurücklassen, das sei viel zu grob formuliert. Es geht doch hier eigentlich nur um das, darum jemand zurück, also dass man jemand die Gelegenheit gibt, Bewegungspunkte aufzuladen und sich zu sammeln. Auch geistig. Das ist sehr schön formuliert. Das ist eigentlich eine Einladung für den Menschen, der da gerade blutend und hilflos auf dem Boden liegt, in Ruhe zu meditieren, die Selbstheilkräfte zu aktivieren und Selbstständigkeit zu lernen. Selber sich aus solchen Situationen herauszubewegen und weiter leben zu können, zu erkennen, dass das möglich ist oder halt auch zu erkennen, dass es unmöglich ist. Sehr schön. Das war's, ne? Mehr können wir, glaube ich, gerade nicht machen. Oh, Livewire kann ein Level-Up bekommen. Sehr schön. Was geben wir ihr denn? Wie lange läuft ihr Vertrag noch, bevor hier jemand aufleveln? 18 Tage. Wir können ihr einen neuen Peak geben. Ein Perk geben. Und zwar. Am meisten kann sie potenziell bei Weisheit bekommen. Wir könnten aus ihr eine Hilfsmedizinerin machen.
Sie hat schon 50 Medizin und dadurch würde sie mehr Trefferpunkte beim Verbinden herstellen. Ablenkender Schuss, das kann man machen. Hier geht's rüber. Ja, man könnte sie in Weisheit ausbilden, da kann sie bis zu den ganz hohen Stufen hin. Technik wäre natürlich naheliegend, aber die rechten, die sind nicht in der Spalte drin, nur die linke Spalte ist ja aufgeführt. Also da kommt sie am frühesten irgendwo hin. Geschick ging auch, aber da kommt sie nur in die 80er-Wertung rein. Sie müsste bis 50 sein, damit sie die oberen Perks bekommt. Hey, 5% kritische Trefferchance bei jedem Zielen, Meisterschütze. Und durch Schleichen kann sie noch schwerer entdeckt werden. Heimliches Töten, mehr Schaden. Komm, das machen wir. Wir schleichen doch so gerne, ja? Einverstanden? Seid ihr für unauffindbar oder für Meisterschütze? Hallo, Jaro. Meisterschütze, mehr Prozent kritische Trefferchance bei jedem Zielen? Oder kann besser schleichen, wird nicht so schnell entdeckt und wenn sie heimlich tötet, dann mehr Schaden? Also ich bin eindeutig für unauffindbar. Chat wünscht sich Meisterschütze, warum denn? Ich hatte eigentlich die Demokratie nur vorgetäuscht, in der Hoffnung, dass er mir zustimmt. Und ich mich dann baden kann im Zwielicht eines, der angeblich auf den Chat hört. Da kommen die ersten, die Schleichen schreiben, danke. Wer will sich bei mir einschleimen und Schleichen schreiben? Bitte unauffindbar schleichen. Unter den ersten 5, die Schleichen schreiben, verlose ich einmal nix, ja? Ja, Rechtschreibfehler. Es war Schleichen gemeint. Danke, sehr gut, danke. Ja, langsam kommen die Schleichleute, bevor ihr euch umentscheidet, einmal schnell schleichen. Boah, das war knapp. Beinahe wäre das Experiment der Demokratie kläglich schief gegangen hier. Hoping for bullets, but I'll take porn. Diamantenlieferung. Ah. Die bekommt Hitman? Nein. Hitman geben wir die. Und dann geben wir die weiter an WB. WB will die selber immer verkaufen. An den Alpha-Trupp. Wo sind sie gelandet? Also der Verkauf von Diamanten ist immer ein Fall für unseren WB. Wo sind die Diamanten gelandet? Wo sind sie? Seht ihr sie? Da oben. Bei WB. Diamanten landen automatisch bei WB. Bei unserem Anführer. Alles richtig. Einmal verkaufen wir dann. Ja. Kleiner Abzug für die Privatkasse, Schweizer Nummernkonto, aber das sind Details. Das wollte er gar nicht wissen hier. So. Und das war's alles hier, ne? Of course. Alles einmal abgesucht, ne? Prima. Dann würde ich mir gerne mal mit allen Leuten einen Blick werfen ins Inventar und dann gehen wir eine Region weiter nach rechts. Ja, also die Medikamente sind bei Fox eigentlich gut. Das stimmt alles hier. Wir kontrollieren mal kurz, ob wir überall... Ob alles nachgeladen ist, sollte eigentlich immer automatisch der Fall sein. Ihr hattet 2 Arten von Granaten zur Auswahl. Die Gewehre lassen nach, die müssen wir demnächst reparieren. Nähern sich der 80% Marke. Aber einen Kampf sollten wir noch schaffen. Einen Kampf sollten wir schaffen. Die Frage ist, wohin gehen wir jetzt mit den Leuten? Also der Trupp, den Diamantentrupp will ich aufsparen. Einmal reparieren kostet Minimum 6 Stunden. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, wenn das Flüchtlingslager befreien, dass dann hier eventuell der Kampf auch ein einfacherer ist. Das weiß ich allerdings nicht mehr genau, wie das funktioniert. Könnte sein. Also das Flüchtlingslager und dann den Außenposten hier, dann den Hafen. Aber die Gewehre werden nicht so lange reichen. Hier sind wir in nur 3, in 5 Stunden sind wir hier.
Weil das der Trupp ist. Der Trupp ist in 3 Stunden da. Und hier sind ein paar Leute. Also von der Zeit her müsste es eigentlich reichen, hierhin, hierhin zurück, dann hierhin und dann in den Hafen. Den Diamantentrupp will ich gerne abfangen. Diamantentrupp sind relativ langsam auf der Karte unterwegs. Der hier ist noch nicht mal unten angezeigt in der Liste. Der ist ein bisschen hier. Also das, der Trupp hier vorne, das ist der hier hinten. Den lassen wir sausen, weil ich keine Lust habe, da rauf und runter zu rennen für 12.000. Den Söldnervertrag Kidman überprüfen wir gleich. Ich würde sagen, hierhin. Dann hierhin zurück und dann hierhin und dann könnte das genau passen mit der Diamantenlieferung. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, dass ja. So würde ich es gerne machen, ja? Was? Wenn du mit der Maus über die Schilde beim Außenposten fährst, da würde stehen, was zum Schwächen nötig ist. C11 müsste man dafür schwächen. Oder B9. C11 ist hier. Und B9 hier vorne. Ach, wir gehen da einfach so rein. Ist mir zu doof. Wir gehen da direkt rein. Wir fangen hier unten an, okay? Let's move. We are advancing. Ein Trupp ist da. Wir warten, bis der zweite Trupp kommt. Jetzt ist der zweite da. Einmal angreifen, bitte. Livewire beginnt erschöpft zu sein. Wir haben 2 Scharfschützen, 3 schlechter Nahkämpfer, 5 Schergen. Oh, ein Fünfchen. Monsieur, I can't make it grow back. The bullet has destroyed the scrotum. Get some magic herb or make a ritual. Do something! I told you, Noel, don't put your gun in your pants. Yes? Gott, was für ein trauriges Schicksal hier. Hier gibt es mehrere Sachen. Wir können ja weitere Arbeiter anheuern für unsere Minen. Eventuell finden wir einen Hinweis auf Smiley. Ich habe schon vergessen, wer da war. Und Claudette ist hierhin zurückgekehrt, die hatten wir eben befreit. Und unsere Feinde sind... Übrigens, wir haben noch gar nicht den roten Kartentest gemacht. Was passiert mit Leuten, die uns heute spoilern? Was passiert mit Leuten, die reinkommen und uns verraten, auf welcher Map welche Gefahren wo drohen, was man machen muss, die uns Storygeheimnisse verraten oder die einfach nur rumraunen wie, oh, du wirst gleich überrascht sein, was du hier erlebst. Also nervtötender, ich spiele mich mal aufgestalten. Rote Kartencheck funktioniert zauberhaft, alle sind gewarnt. Matze ist auch da. Chatmods, Matze und wieder sind dir. Na? Rauchende Colts hier. Alles klar. Wir stationieren die Leute. Dunkelheit ist schon mal gut. Ein Trupp hier vorne. Ready. Einer hier. Und einmal. Get ready. They're here. Yes? Going undercover. Da sehen wir die ersten Feinde. My babusia taught me to hunt this way. Also im Dunkeln ist die Sichtweite eine geringe. Was gibt sonst auf der Karte? Leichen werden allerdings entdeckt. Das heißt, die beiden müssten wir. Davon ist Claudette. Das scheint das Flüchtlingslager zu sein. Können wir eine Reihe von Leuten ein Schwätzchen halten? Wir versuchen mal, die beiden rechts und links parallel zu erwischen mit 2 Trupps. Nee, der kann garantiert nicht bis hierhin gucken. Vielleicht ist es der Einzige. Wir gehen mal mit Blatt schleichen und mit den Snipern nach rechts rüber. Granatenberry. Oh, da kommen Leute. Müssen wir aufpassen. Da sind schon 2. Wo ist Blatt? Bester Schleicher von Welt.
When I was little, I would hide from everyone. Kalina als Sniperin. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Quiet and efficient. Quiet as a church mouse. I'm good at making people ignore me. Verteilen wir unsere Leute. Ich glaube, die Kämpfe gibt es eher von rechts, WB. Ready. Ach, das Blöde ist, der Grunty, der ballert doch immer sofort, sobald ein Kampf beginnt. Dem sollten wir seine Waffen wegnehmen. Wir nehmen Grunty seine Waffen weg. Der kann ja nicht schießen. Was haltet ihr davon? Ich bin von dem Plan begeistert. Bei Gnadenberry kann es immer sein, dass man ihn braucht. Und ohne Scheiß, Leute, guck mal hier. Schaut mal, was ich mache. Ich nehme Grunty seine Waffen weg. Das ist kein Scherz. Hat er hier einen Schalldämpfer dran? Kann man das erkennen? Nee, kein Schalldämpfer. Wir nehmen Grunty mal beide. Er muss... Ach Gott, wer hat seine Waffen hier verteilt? Die brauchen wir nie mehr. Die können wir auch zerlegen. Grunty werden seine Waffen weggenommen, damit er gleich nicht wieder ballert, Grunty. Guck mal, er hält die Händchen, seine Patschhändchen noch so, als hätte er eine Waffe in der Hand. Da schaut ihr. Grunty kann nicht schießen. Das erste Mal, dass ich an unserer Söldner... Er kommt zu früh. Ich weiß, das klingt jetzt eher anders, als ich gemeint habe, aber es ist halt so. Da muss man ihm halt entwaffnen. Das Gewehr hat einen Schalldämpfer. WB hat Schalldämpfer, Banz hat auch Schalldämpfer. Und hier wollen wir uns mal ein bisschen mit Maus hier hinbewegen. Ich sneak up. As silent as a spirit in the woods. I will move silently. They'll never see me. Which is kind of a shame, frankly. They'll never see me. Which is kind of a shame, frankly. Hide and shoot. That is my game. Better to go unnoticed, yeah? Achtung, da müssen wir aufpassen. Wird irgendeiner gesehen? Nee, nicht in der Nacht. I move in hiding. I'm good at making people ignore me. Oh, hier müssen wir aufpassen. Aus der Entfernung? Das sollte eigentlich niemand hören. As long as there isn't a cat nearby, I should be able to get away with this. Ich glaube, das hat gut geklappt. Und ich glaube, da geht auch keiner lang. Aber sicher bin ich mir nicht. Did I tell you? I am great at hiding. Hier rechts war einer, den sollten wir uns als nächsten schnappen. Quiet as a church mouse. Wo ist Blatt? I'll see them before they see me. They won't see me until it's too late. Hier scheint keiner zu sein. Es kann nur sein, dass es der von links war, der hier langläuft. Mhm, das scheint zu funktionieren. Gut, dass wir Grunty entwaffnet haben. Looking for stealth kill position. This plan sucks. Yes? Quiet. Looking for stealth kill position. There's no way they ain't gonna see me. We can probably use that. Klappt das? Wird nicht gesehen, ne? Scheint zu funktionieren. When I was little, I would hide from everyone. My Babusia taught me to hunt this way.
You want me to hide? I completely brought the wrong outfit. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Becoming undetectable. Da suchen wir es hier rechts. Mit Igor von hinten. Das sollte eigentlich auch Maus von hinten schaffen. Von hinten kann man sich gut anschleichen. Was hat Maus für einen Geschicklichkeitswert für Schleichen? 95. I'm good at making people ignore me. Quiet as a church mouse. Not a problem for a mouse. Careful, this mouse bites. Hat geklappt? Leiche wurde nicht entdeckt, ne? Nein. Maus kann sich gleich den Scharfschützen hier rechts schnappen. I move in hiding. I move in hiding. Not a problem for a mouse. I shall not make a noise. Going. Still undetected. What? Moving. Na, hier ist Licht. Das wird nicht klappen, oder? Vielleicht haben wir ganz schnell hier durch, okay? Mhm, wir sind verblüffend viele. Einmal hier hin. Jetzt schalten wir den da aus. Ich hätte gerne ein paar Ziele noch weiter, ein paar Leute noch weiter nach oben hin. Quiet. Ah, hier ist so eine Brücke, die hätten wir auch nutzen können. Becoming undetectable. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. I'll see them before they see me. Sneaking up on the Scotswats. There's some loot over there. They won't see me until it's too late. Wird er gesehen, ne? Klappt. Ein Stückchen noch an die Ecke, das ist perfekt so. Yes? Ja. Okay. Hier vorne hin. Und jetzt können wir da rein da agieren, von hinten nach vorne. Mit dem fangen wir an. Careful. This mouse, Maus noch etwas dichter ran, bitte. Quiet as a church mouse. Not a problem for a mouse. Good chance at a sneak attack here. Ja, nicht viele Trefferpunkte. The foreigners are here. To arms. Ein Schlechter hat jemand sterben gesehen. Wer war's? Der hier anscheinend. Der ist überrascht. Alle sind verborgen, niemand weiß, wer wo ist. Wir können rein noch losschlagen. Dann fangen wir mit. Die beiden sehen wir hier, ne? Genau, zwei sehen wir. Jetzt müssen wir den hier ausschalten. Ah, der steht hier hinter der Deckung. Das wird hier schwierig. Sie hat die Aktionspunkte verloren. Meltdown. Ah, hier ist Deckung. Da müssen wir ein Stück vorziehen. WB kann hier rüber. Das ist ein Nahkämpfer. Wir laufen vor und werfen zweimal Messer. Heimliches Töten beim Messerwerfen, dann ist der heimliche Bonus weg. Dafür ist er ein bisschen verschenkt. Dann würde ich doch lieber den Einzelschuss versuchen. Die Waffe hat eine leichte Durchschlagskraft. Er kann gut zielen, obwohl es Nacht ist. Wir ziehen mal auf den Kopf. Und er bleibt verborgen. Jetzt sind wir WB hier vorne. WB zielt hier auf den Kopf. Aiming.
Hat geklappt. Und wir wechseln wieder in den Einzelspielermodus. Pardon, in den Echtzeitstrategiemodus, weil alle, die uns gesehen haben, leben nicht mehr. Jetzt müssen wir den Rest noch rauskriegen, die Leute. Grunty bleibt hier hinten. Hätte Grunty geschossen, es wäre ein Blutbad geworden, aber leider auf unserer Seite. They'll have no idea what hit 'em. Better to go unnoticed, yeah? So, wie viele gibt's noch? 5. 4 Schergen, 1 Scharfschütze. Leichen dürfen nicht gesehen werden. Wir müssen einfach rauskriegen, wo noch Leute sind. Wir schleichen mal mit. Wir können entweder rechts rum, da könnte man von oben nach unten eventuell runterballern. Ich würde eigentlich gerne das hier oben zuerst zuerst mal erkunden. Igor ist auch ein sehr guter Schleicher. Nee, doch, Beweglichkeit 92. I sneak up. I move in hiding. Enemy, ho! Und wo ist der Gegner? Wen hat er gesehen? No problem. Wen hat Igor gerade gesehen? Sneak up. Ein, er sieht zwei. Einer ist... Ah, da vorne sind gleich 3. Oh, hier sind gleich 4, ne? 4 dicht nebeneinander. Ja, die können wir umzingeln von allen Seiten. Aber dann müssen wir doch von allen Seiten gleich auch feuern. Sind nicht alle... Aber es sind fast alle, vielleicht auch sogar mit Granatenwurf. Einmal hin, einmal auf den Boden legen, bitte. Von unten nach oben schießen klappt nicht. Wir bewegen alle rechts rüber. Ready. They won't see me until it's too late. You want me to hide? I completely brought the wrong outfit. I shall not make a noise. As silent as a spirit in the woods. I will try to become hard to see. Haben wir alle eingesammelt oder haben wir irgendwo jemand vergessen von unseren Leuten? Grunty. I will hide and they will seek. Grunty darf, wir gehen, komm Leute, Grunty darf auch mitkämpfen wieder. Das ist total gegen seine Ehre. Grunty bekommt seine Waffen zurück. Ich will mal nicht so sein. Alles für Grunty, damit er sich wohlfühlt hier. Ich kann ein sehr lieber Boss sein. Habe ich noch irgendwo einen übersehen? Nee, ne? Wir haben alle dabei. Was war denn das? Ich habe versehentlich irgendwo hingeschossen. Das wollte ich gar nicht. Hier wieder rüber. Gut, das war ein Schalldämpfer drauf hatten. Jetzt verteilen wir die langsam. No problem. Like Mother always says, it's not a surprise party unless a clown jumps out of a cake with a gun. Looking for stealth kill position. Die Sniper nach vorne. Not a problem for a mouse. Sich auf den Boden legen, bitte. I'm good at making people ignore me. No problem. Da sollten die eigentlich nicht gesehen werden. Sure. Hitman hat so ein mieses Gewehr. Komm, wir bringen Hitman einfach nur in Sicherheit. Der hält uns nur noch mehr auf, der darf hier vorne kauern. WB. What? Quiet. Okay.
Blatt darf ein bisschen dichter ran. Hierhin, da kann er mit dem Messer nachher noch helfen. Das sollte eigentlich nicht gesehen werden, ne? Und Barry dahinter fürs Handgranaten werfen, falls wir das brauchen. Unten rechts ist noch einer. Hier unten irgendwo. Igor sieht 5. Wo ist der 5? Ach, da unten. Da unten ist noch einer, stimmt. Ja, da müssen wir aufpassen. Da schicken wir ein paar andere Leute runter dann. Danke für den Hinweis. Vielleicht könnten wir den sogar mit Blatt solo leiser ausschalten. Das könnte klappen. Observe. When sneaks up on the enemy like so. Observe. When sneaks up on the enemy like so. They cannot hit what they cannot see. This plan sucks. As silent as a spirit in the woods. My Babusia taught me to hunt this way. Da könnte Candida notfalls auch noch helfen. Und Banz auch. Und dann immer noch mal Blatt. Making myself invisible. They won't see me until it's too late. Nee, der muss ja Granaten eventuell durch die Lücke hier hindurch werfen. Achtung, er wird gesehen. Jetzt wird er nicht mehr gesehen. Wenn wir ihn hier hinstellen, wird er nicht gesehen, ne? Da müssen wir echt aufpassen, sonst geht der ganze Plan nicht auf. So, jetzt nehmen wir Blatt hier unten mit. They won't see me until it's too late. What? Gonna do this quiet and clean. I'll see them before they see me. Mit Schalldämpfer, das sollte oben nicht gehört worden sein, hat geklappt. Quiet and deadly as the plague. Einer weniger. Das erste Mal, dass wir ein Level fast bis zum Schluss komplett schleichend schaffen. Die Nacht hilft sehr. Dario, danke fürs suchte Abo. Hi, danke dir. Der soll ja gleich helfen. Werden die gesehen? Ich glaube nicht. Nee, jetzt können wir anfangen zu kämpfen. Genau. Wir fangen an mit einem Schuss. Wir könnten eine Granate werfen auf die drei hier vorne. Eine simple von Barry. Going. Still undetected. Der hat die Stabgranaten, um die ein bisschen zu schwächen. Eine drauf. Davon haben wir, glaube ich, sehr viele. Wenn davon eine drauf geht. Aber wir haben auch nur noch 4. Kann sein, dass Meltdown noch welche hat. Oder was, Fox? Hat auch nur noch 3. Komm, Granaten sparen wir mal. Ist er ein Zivilist? Ja, wenn das einer ist, müssen wir gleich mal rauskriegen. Auf jeden Fall irgendjemand, dem der Story relevant ist. Ich will nicht wissen, auf welche Weise. Wir machen einmal mit Kalina. Etwas dichter ran, ne? Careful, this mouse bites. Quiet and efficient. They'll never see me. Which is kind of a shame, frankly. Rüstungsdurchdringender Schuss auf jemand mit Rüstung. Der ist am weitesten weg. Wir zielen hier drauf und versuchen es mal. Heimliches Töten Oberkörper. Ja, das wird eventuell nicht reichen. Wir versuchen es aber mal. Die anderen wissen. Doch, die haben es mitbekommen. Alle sind überrascht. Grundy hat seinen Gratisschuss abgegeben. Gleich können wir den die Schnürsenkel zusammenbinden. Sehr witzig, Gary. Wir stellen sich direkt hinter Barry in Deckung. Also der Versuch kann ich nicht widerstehen. Tut mir leid. Das geht einfach nicht. Das kann ich nicht machen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht anders. Da muss leider eine Granate drauf.
Ist da noch ein Zivilist? Nee, kein. Das ist einfach zu naheliegend. Ich kann. Tut mir leid. Hohladung. Wir haben so wenig, um Gottes Willen. Eine einfache Stabgranate einfach nur. Beide schwer verletzt. So, und jetzt gucken wir noch. Also, der sollte gar kein Problem sein. You want something? Damn, I hope there's a lot of blood. What is up, man? Kalina braucht eine Position. Ach, die hat nur zwei Aktionspunkte. Das wird nicht klappen. Igor steht auf. Und hätte von hier aus. Kann er schießen? So hätten die. Haben die so Deckung hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. I do it. Ready to shoot. Ist, haben die hier Deckung? Im Dunkeln ziehen den Hocker. Deckung zählt nicht. Okay. Ja, auf den Kopf kommen. Die Waffe hat Rüstungsdurchschlag. Leicht. Oberkörper reicht. Einer. Dann machen wir unseren WB. Ja, auch gerne noch ein bisschen befördern. Der Boss Hook selbst darf den Rest hier machen. Na, der kann ja nicht mehr schießen. Der ist zu weit weg. Der natürlich nicht. Dann versuchen wir es. Maus hat nur 12 Aktionspunkte. Grunty hatte 13. Taking position. I can tell this will be good. The hairs on my toes are tingling. Kann ich vernünftig zielen? Yes? You don't think they'd shoot a mine, do you? Einmal hier hin. Eventuell von links, hier drüber. Vielleicht könnte das klappen, ja. Einmal Versuch. Daneben. Wie peinlich. Also wir können das natürlich auch ganz harmlos mehr machen, ohne Munition zu verschwenden mit Blatt hier. Mit seinem fliegenden Dolcherangriff. Das erste Messer trifft wahrscheinlich nicht. Doch, schon. Problem gelöst. Wunderbar. Das ging sehr gut und sehr effizient. Bin stolz auf uns. Haben wir gut hinbekommen. Erster Kampf hier gut geschafft.